Ja, hallo Martin. Schön, dass du dabei bist bei unserem Bunker-Podcast, den wir gerade neu gegründet haben. Du warst ja hier, schon, hast ja auch schon gespielt und spielst ja auch im Oktober. Und hast uns gerade so ein bisschen in dein Wohnzimmer eingeladen, in dein Studio. Ja, erstmal schön, dass wir daran teilhaben dürfen. Und wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass das jetzt kein Interview werden soll, in dem Sinne, dass du einfach deine CD vorstellst oder so. Und dennoch interessiert mich natürlich und uns alle so der Prozess, wie arbeitest du, wie improvisierst du? Wir sind ja ein Jazzclub, es geht viel um Improvisation hier und sollen auch nicht nur Fragen sein. Und du hast dich da ja auch schon aufgebaut mit Flügel und alles mikrofoniert, und sondern was ich total schön fände, wenn du mal was zeigen willst, wenn du was spielen willst, dann haust du einfach in die Tasten und vielleicht hören wir auch ein, zwei Stücke von dir mal zwischendrin, wenn dir danach ist, einfach. Wir improvisieren sozusagen auch diesen Teil ein Stück weit. Sehr schön. Ja, wie geht's dir? Ja, das ist eine sehr vielschichtige Frage, würde ich sagen. Momentan geht es dem Musiker wahrscheinlich schlecht, aber dem Künstler irgendwie gut. Man hat eine Menge Platz hier zu Hause für seinen Kopf und seine Gedanken. Die Corona-Zeit oder beziehungsweise das, was da draußen vonstatten geht, ist auf eine ganz komische Art und Weise fast schon pervers inspirierend. Also es ist eine ganz, weil einfach eine große Aufgabe herrscht für alle, und man sitzt hier allein mit sich und kommt wieder bei sich an, während natürlich der Musiker oder sagen wir mal der das Label gegründet hat oder wer auch immer, gerade sehr, sehr schlecht schläft. Aber man hat so zwei schlagende Herzen. Das eine ist, dass die Zeit richtig genutzt wird und man irgendwie der Sache positive Energie entzieht und Sachen, die man seit Jahren mal wollte, aus dem Keller aufräumen konnte. Und auf der anderen Seite, ja, ist da wirklich auch eine steigende Angst, dass man wirklich seine Leute verliert und alles drum und dran. Aber das ernährt sich quasi gegenseitig und bringt einen immer wieder ans Klavier zurück, da, wo man eigentlich hingehört. Also ist es auch für den Output tatsächlich eine interessante Sache, ja. Ja, bestimmt. Du sprichst es gerade an, Corona, und ich will gar nicht so viel nach Corona fragen. Das ist so, aber natürlich spielt das damit rein. Und dein Album, was du letztes Jahr veröffentlicht hast, das Album Flur, hast du im Zeitraum von März bis November produziert und aufgenommen. Mhm. Das war natürlich eine Zeit, in der Corona stattfand. Inwieweit fließt das trotzdem ein? Weil das ist ja einfach ein längerer Zeitraum. Ja, das ist, kannst du da was zu sagen? Das ist ein sehr, sehr spannender Kontext. Über den könnte man jetzt sicherlich eine komplette Flasche Rotwein trinken. Es ist sehr, sehr spannend. Als der Lockdown eingetreten ist und man sich mit sich war, habe ich eigentlich das erste Mal nach 7, 8 Jahren, wo man halt wirklich auch viel gearbeitet hat für all das, was man da tut, irgendwie ein echtes Künstlerleben geführt, wo man so im Bademantel die Treppe hinter mir runtergekommen ist und dann habe ich mich hier hingesetzt und teilweise mit in der linken Hand einen Tee und nur mit der rechten Hand irgendwie 2 Stündchen hier gesessen und Sachen zusammengepuzzelt, einfach aus dem Grund, weil kein D-Zug da draußen langfährt, der einen ständig mitreißt und überfordert und overwhelmed so. Also und da man so zurückgeworfen wurde, entstand ein extremer Fokus auf das, was man tut. Also ich habe, glaube ich, noch nie Musik so mit einem so großen Prozentsatz einfach nur laufen lassen können. Das war ein sehr spannender Prozess, dass ich gar kein Ziel formuliert habe bei dem letzten Album oder Flur. Ich wusste, dass ich die Zeit so oder so nutzen wollen würde, um Musik zu machen aber dass es so aus dem Ärmel kommt und ich so wenig eigentlich als bewusste Person dazu beitrage, wie diese Stücke verlaufen, das hätte ich gar nicht gedacht. Also das war eine sehr unterbewusste Zeit, wo mal so das Innere ein bisschen mehr Zeit hatte, so aus dem Fenster zu schauen und sich langsam rauszutrauen. Während natürlich das Album an sich ja ein Format ist, ein Druck, den man auf sich ausübt, eine Deadline oder ein irgendwas. Und in dem Fall war da einfach was ganz Mildes. Und da muss ich sagen,
dass ich dem sehr, sehr viel abgewinnen konnte. Gerade für Improvisation, wo man Freiheit benötigt. Also wo man auch, ich will jetzt nicht esoterisch von der inneren Mitte reden. Ich glaube, es geht aber darum, dass man so bei sich sein muss. Und man kam, glaube ich, in dieser Zeit nicht drum herum, nicht bei sich zu sein, ob im positiven oder negativen Sinne. Und diese Gedanken, die sich da anstauen, wollen umgeformt werden. Und das ist einfach passiert, jeden Tag wieder. Und ich habe einfach durchgespielt, 3 Monate, und habe dann quasi versucht, am Rechner die Essenz aus diesen langen psychedelischen Reisen zu finden und sie zusammenzufassen zu einem Album. Und das mit so einer Leichtigkeit konnte ich das noch nie tun. Ja, du hast gesagt, die Musik läuft einfach aus dir hinaus, dann sozusagen. Und du hast, also wie kann man sich den Prozess vorstellen dann in dieser Zeit? Du hast gerade gesagt, du hast ziemlich viel mitgeschnitten. Also du bist anders als sonst dann vielleicht an die Stücke herangegangen und hast eher die Improvisation am Stück genutzt und dann ausgewählt und geschaut und damit weitergearbeitet, oder wie war da so die Vorgehensweise? Ja, das ist eine schöne Idee. Also es ist ziemlich oft so, dass ich bei einem Ton oder bei einer sehr, sehr kindlichen oder sehr, sehr einfachen Struktur anfange, wie zum Beispiel eine Wiederholung oder irgendwas dergleichen, dem setzt man sich erstmal eigentlich eine Weile aus, bis man aufhört, das wirklich zu spielen, sondern es als irgendwie schon immer da empfindet vielleicht, sagen wir es mal so. Und wenn man dann hier sitzt und sozusagen weiß, dass man jetzt nicht nur 2 Stunden spielt oder nicht nur eine oder nachher noch einen Termin hat oder irgendwas dergleichen, dann fängt man anders an zu spielen. Also man könnte es als riesiges Intro bezeichnen, als würde, bevor Phil Collins auf die Bühne kommt, irgendwie so 33 Minuten ganz, ganz langsame Steigerungen von sämtlichen Sachen folgen. Und ich glaube, dieses Tempo hat dann quasi so eine Ruhe erzeugt, die viel zum Ausprobieren geführt hat, was nun mal der Ursprung eigentlich der Improvisation ist, nämlich die Intuition. Und da muss ich sagen, habe ich einen Teil von mir sehr lange vermisst. Mich hat die Zeit so ein bisschen daran erinnert, als ich 12 Jahre alt war und von der Schule heimkam und dieses Instrument überhaupt nicht beherrscht habe, dass ich einfach da gesessen habe, geschaut habe, was passt zusammen, was hat mich an dem Tag beschäftigt und habe mich eigentlich damit beruhigt, ohne dass ich, wie soll ich sagen, diese Virtuosität oder Geniekomplexe oder Fähigkeiten, also diese ganzen bewussten Sachen versucht habe zu schulen, sondern man hat viel weniger verlangt. Und da ich nicht wusste, wie lange dieser Lockdown oder diese ganze Situation werden würde, war man gezwungen, im Moment zu leben. Also wieder mit der Brechstange quasi. Und ich musste mich dann über meine Musik, habe ich gemerkt, extrem beruhigen, damit nicht die Gedanken zu kreisen beginnen. Und habe sowas tatsächlich eine ganze Weile gespielt und weit entwickelt. Thank you.
Und egal, wo man sich dann so hinbegeben hat und irgendwann reißt einen quasi so einen schiefer Ton aus dem Unterbewusstsein heraus. Man kommt zurück in die Realität und schaut dann wieder weiter. Und dieses ständige Eintauchen und wieder rauskommen und dann wieder betrachten von dem, was war und teilweise die Zeit vergessen haben, das ist natürlich ein Luxuszustand für die Kunst, sage ich mal. Genau, auch wenn da die ganzen Existenzängste und irgendwie auf dieser menschlichen Seite, auf dieser gesellschaftlichen Seite stattfanden, aber ja, am Klavier sind die alle verschwunden und der Tag war ellenlang, ja. Ja, vielen Dank. Du hast gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, wie du da vorgegangen bist und auch wie du dich da, also das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, aber das hast du eigentlich gerade schon beantwortet. Also, dass du dich in so ein Intro begeben hast, das mit, für dich mit aufgezeichnet hast, diesen ganzen Prozess in, selber in Flow zu kommen. Und wie hast du dann damit weitergearbeitet? Also, du hast dann, wie kann man sich das vorstellen, hast du eine Stunde so ein Stück oder geht's da um was für einen Zeitraum geht's da? Weil letztlich sind ja schon Stücke entstanden, die jetzt so ein paar Minuten gehen. Also das Schöne ist, dass da jedes Stück sich eine andere Form sucht, sage ich mal. Es gab Stücke wie zum Beispiel Aya, das letzte vom Album. Das habe ich davon abhängig gemacht, wie die Wettersituation war. Ich habe von Weitem ein großes finsteres Gewitter kommen sehen und habe aber auch gesehen, das wird ein Schauer von vielleicht fünf bis zehn Minuten. Also ich habe dann also schnell, so bewusst ich noch war, alle Mikrofone angeschaltet, habe mich hingesetzt und gewartet, bis es anfing sozusagen und habe diese Zeit des Wartens genutzt, um langsam einzutauchen. Und dann habe ich Töne gespielt mit diesen laut auf das Dach platschenden Tropfen und habe das Stück, egal was es werden würde, am Ende so gelassen, wie es ist. Also da habe ich keinerlei Bearbeitung mehr gemacht. Das hat sogar während des Spielens dann langsam wieder aufgehört und da bin ich auch mit dem Wetter langsamer geworden. Das war so ein richtiges empathisches oder in die Natur hineinversetztes Stück. Das war ein richtig irres Erlebnis. Meine Partnerin lag hier in der Hängematte und hat gelesen. Das war irre, altromantisch. Wir waren einfach hier in so einem kleinen Mikrokosmos gefangen und haben das festgehalten. Aber dann gibt es Stücke, die bohren mehr oder die suchen mehr. Da braucht man richtig mehrere Sitzungen oder fast Zeremonien, wo man immer wieder in dieses Thema eintaucht und dann sucht es weiter nach bestimmten Sachen. Xeo war zum Beispiel so ein Fall. Das Thema spiele ich seit 6 Jahren, aber es hat sich nie emanzipiert oder nie so richtig befreit. Das ist so ein... Das habe ich erstmal eine ganze Weile über viele Jahre gespielt und es wollte nichts weiter erst einmal. Es ist dabei geblieben. Man kann das nicht als Stück bezeichnen, man könnte es höchstens als Motiv bezeichnen, aber es ist ein Argument, was immer wieder aufgetaucht ist, dieses schwerfällige, sechsachtelige... Thank you.
ich total spannend finde, in dem Moment, wo ich das versuche, in einem Kontext wie diesen in Gang zu setzen, gibt es natürlich Sachen im eigenen Taskmanager, die sich dagegen wehren, die dich beobachten dabei, wie du unterbewusst eintauchen sollst. Und ich finde eigentlich recht spannend, dass das Stück sich hier nicht ganz so entwickeln kann, wie es natürlich dann bei so einer Entstehung passiert, egal wie ich es versuche zu simulieren. Also das Stück kommt gerade viel aus dem Gedächtnis und ein kleiner Teil Improvisation versucht sich dazu zu gesellen, aber die Reibung ist so groß, dass es zu stolpern beginnt und die Flussbewegung eigentlich nicht zustande kommt. Und irgendwie macht mich das auf der einen Seite ein bisschen stutzig, dass ich quasi nicht einfach mal so ein Stück präsentieren kann für so einen Kontext im ganzen Ausmaß, mit dem tiefsten Eintauchen. Auf der anderen Seite ist es genau richtig. Also auf der anderen Seite wäre es eine große Lüge zu behaupten, man könnte dieses Eintauchen oder dieses Switchen oder dieses Flow-Erlebnis, wie du es genannt hast, mit einem Fingerschnips provozieren. Also ich brauche bei Konzerten da schon meine Viertelstunde, 20 Minuten und das ist schon gutes Training. Und das braucht schon viel Routine, bis man dann den Mund auf hat und die Spucke rausläuft und die Sachen einfach nur noch verwalten lässt. Und so spannender finde ich gerade der Versuch, das zu sezieren und dass ich mich da selbst nicht ganz zurechtfinde. Es ist ein schöner Prozess. Voll. Ja, du hast das richtig schön beschrieben und ich fand das gerade so schön, weil einige Sachen davon kommen mir auch echt bekannt vor, wie ich an Stücke rangehe, wie ich an Musik rangehe. Und du hast das über die Melodie, über Themen, die sich langsam herausbilden, die sich auch verändern, immer wieder erklärt. Gibt es das auch manchmal so? Also bei mir ist es manchmal so, ich kann das nicht immer, ich kann das nicht jeden Tag. Jetzt ist eine Phase, da macht man das vielleicht öfter, da will man da auch rein. Aber gibt es auch manchmal so den Anlass, du hast ein konkretes Thema? Also das kenne ich von mir, dass ich irgendwie sage, da ist gerade irgendwas passiert, will ich jetzt gar nicht so konkret werden, aber damit muss ich jetzt ans Klavier und dann passiert auch was. Also dass ich nicht mit einer Melodie, mit einem Thema starte, sondern ich habe irgendwie ein Bild im Kopf. Ich glaube zu verstehen, was du meinen könntest. Also manchmal habe ich das Gefühl, ein Puzzleteil fehlt. Also da manchmal denke ich mir zum Beispiel, es ist ja auch eine Komposition, wie man verschiedene Stücke dann hinterher zusammensetzt. Man geht ja nicht nur vom Werk an sich aus, sondern manchmal ist es so, dass das Album in der Aussage zum Beispiel noch eine Lücke hat und dann formt sich bei mir auch so eine Art Bild. Also da ist etwas und dann kommen so Adjektive. Da ist noch so ein, wo ist die Ruhe oder wo ist dieses eine Stück, was mit so wenig zurechtkommt, dass es eigentlich die anderen Stücke braucht, um zu existieren oder irgendwelche, solche Sachen passieren, dass solche Bildnisse geschehen, dass man, meistens beginne ich ein Album mit einem recht, auch einem recht konkreten Werk, dass irgendwie etwas Sichtbares, Haptisches da ist. Und je mehr man sich diese Sicherheiten schafft, dass etwas da ist, desto mehr merke ich auch, dass sich solche anderen Bildnisse formen, nämlich das, was wirklich aus dir raus will. Das konkrete Werk ist eher sowas wie, oh Mann, ja, die Melodie gefällt mir und ich bin so ein bisschen süchtig danach, während aber die echte Improvisation oder das, was dahinter liegt, eigentlich das viel Spannendere ist, was aus diesen Bildern herauskommt. Also wenn man dann merkt, dass das Album gar nicht mehr verlangt oder diese Phase, die gerade ist oder dieser Tag und am Ende ertappt man sich dabei, wie man so aus vier Töne einfach wieder zusammensetzt und sie einfach auch machen lässt, ob die Akkorde schon mal existiert haben oder nicht oder irgendwas. Also man wird dann auf einmal so ganz mütterlich mit sich und lässt das einfach zu. Ne? Bei mir war das so mit Pan, der kam einfach später dazu zu dem Album, weil der so nicht aufgefallen wäre. Den habe ich wahrscheinlich schon öfter überall eingebaut und es ging mir auch nicht darum, da irgendwie eine Hook oder irgendwie eine Sache zu schreiben, die irgendwas bewirken soll im Gegenüber, sondern ich habe die halt immer wieder gespielt, aber sie war nicht
sie war nicht in dem Sinne so besonders, dass sie mir selbst aufgefallen ist. Sie war einfach immer wieder Teil oder Kleber für die anderen Stücke und habe gar nicht bemerkt, wie wichtig er ist. So ein bisschen wie das größte Geschwisternteil, was wahrscheinlich nicht was eigentlich so die wenigste ich sag mal, die weniger offensichtlichere Liebe abbekommt, weil sie immer abliefert und weil sie immer das tut und immer zuverlässig ist und deswegen auch nicht immer so auffällt oder nicht so im Vordergrund ist. Und Pan war auf jeden Fall eins davon. Sich schon Haar mit eingeschlichen. Jetzt irgendwann, wenn man, wie gesagt, irgendwann das Stück loslässt, dann macht es auch irgendwas Neues und anderes. Und das könnte jetzt, ich sonst müsstest du mich in 40 Minuten unterbrechen. Das ist wahrscheinlich nicht der Sinn unseres Gesprächs. Aber ja, und solche Themen kommen dann heraus und haben dann auf einmal natürlich ihren Platz auf dem Album, auch wenn sie schon sehr lange mit einem reisen. Ja, vielen Dank auch für das Stück. Hast du ja in unserem Vorgespräch gesagt, dass sich dein Universum ein bisschen verkleinert hat jetzt mit der Arbeit mit dem Klavier. Du hast ja, wir kennen dich ja auch mit Synthesizern, Beats und Rhodes und mit elektronischen Elementen. Was war da nochmal für dich so der große Unterschied? Oder war wahrscheinlich auch ein bisschen der Situation mit der Auslöser, aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage sogar. Oder beziehungsweise ist das ein Umstand gewesen, wo ich mich früher selbst gewundert habe? Also man sucht sich im Außen neue Werkzeuge, um weiter an das ranzukommen, was man notwendigerweise auf dem Herzen hat. Und das ist das wichtigste Schlüsselwort, diese Notwendigkeit. Und ich habe irgendwann gemerkt,
nach meinen Alben Tag und Nacht sehe ich die, das sind wirklich Stücke aus meiner Jugend, vom 12. bis 22. Lebensjahr, die ich da versucht habe zu erinnern und auch die Herangehensweise zu erinnern, wie ich da damals vorgegangen bin. Und ich habe aber gemerkt, dass ich selbst aus einer eigenen Unsicherheit heraus dann später aus diesen Stücken, die so daher kam, doch Konzepte zu machen. Und diese Konzepte haben mich fest im Kopf gemacht. Die Leute wollten dann gern EXA hören und auf einmal bekam EXA so eine Festigkeit. Also EXA war das einzige Stück, was keine wirkliche Improvisation mehr zugelassen hat. Ein Außenfall, also und dadurch auch ich selbst verlangte oder mein Bewusstsein verlangte vom Unterbewusstsein da Kontrolle. Also oh ja, spiel das mal so, wie es kommt, dann erinnert man sich dran und das ist auch gut. Und das hat 2-3 Jahre so schön funktioniert und ich habe mir gedacht, oh ja, cool. Habe dabei aber so einen leichten Betrug angestoßen, dass ich gemerkt habe, okay, immer mehr von diesen Stücken werden fest. Und teilweise habe ich mich dann bei einem Konzert ertappt, wo vielleicht noch 20% Improvisation waren und 80% war dann doch irgendwie eine kurzerhand erstellte Setlist. Da bekam ich quasi so ein bisschen Panik davor, dass ich das verlieren würde, was ich da als 12-jähriger Junge hatte und einfach intuitiv auf das reagiere, was um mich passiert. Also tatsächlich im Moment zu sein. Und dafür habe ich große elektronische Instrumente, also so brachiale Werkzeuge mit dazu geholt, die dem Klavier gegenüberstehen können als Diskussionspartner. Und auf einmal begannen aus diesen zarten Tönen härteste Bässe entgegenzugehen. Und diese Kontraste haben dann neue Energie erzeugt. Das Klavier ist sozusagen die alten Gedanken, die Schleifen, die Argumente, die nicht weitergeführt haben. Und die Elektronik ist der Moment. Da kann man auf einmal schreien und alles kaputt machen, mit einem White Noise drüber bügeln und dann alles wieder zurückführen oder ganze Klavierthemen auf diesem Gerät spielen und dieses Hin und Her. Und ich würde jetzt mal fast sagen, dieses Bewusstsein, Unterbewusstsein kann man so oder verbildliche ich so heute auf der Bühne, weil das wirklich die beiden Seiten sind. Die Kontrolle, das Ding, was berechnen will, was als nächstes kommt, das, was eine Hook generiert, das, was irgendwie weiß, was schön ist, das, was gerade gebraucht wird. Und die andere Seite ist halt dieses erbärmliche kleine Kind, was sich gar nicht selbst auszudrücken vermag und irgendwie an Sprache verliert und sich eigentlich gar nicht so ausdrücken könnte wie ich jetzt. Meistens stehe ich da auf der Bühne wie ein Sack Reis, ohne dass ich noch 2 Nebensätze richtig zusammenbekomme. Und jetzt kann ich das besser sortieren. Ich habe gerade Zugriff auf mich und habe halt die Kontrolle an. Deswegen macht es mir jetzt super schwer, dass ich jetzt einfach mich hier so fallen lasse am Klavier. Und da ist ein schönes Spannungsfeld. Deswegen passieren natürlich die besten Sessions irgendwann auf einer Silberhochzeit morgens um 7, wo alles so egal geworden ist, dass das Bewusstsein einfach keine Chance mehr hat und genau dann setzen sich die Dinge zusammen. Und die Elektronik oder dass ich mit einem Chor zusammengearbeitet habe oder dass ich die Stücke an Leute abgegeben habe und Reworks davon anfertigen lassen habe, das sind alles Prozesse, die versuchen, Perspektiven da reinzubringen, damit die Masse nicht fest wird. Das ist wie so ein langsam trocknender Beton und der muss immer wieder bewässert oder immer wieder flüssig gemacht werden, damit man sich wirklich nicht belügt mit dieser Ansicht, wie man Musik macht. Ja, würdest du auch sagen, du kannst dann dadurch irgendwie nochmal mehr aufmachen, wenn du nur am Klavier bist? Ist es noch persönlicher sozusagen, wenn es nur das Instrument ist? Oder ist es einfach eine andere Facette, ein anderer Charakterzug sozusagen? Ja, das hängt extrem davon ab, wo und mit was ich mich gerade befinde. Dadurch, dass ich ein Album mit einem 70-köpfigen Chor und Elektronik im Berliner Konzerthaus machen durfte und alles wurde groß und es hat eigentlich nur noch die Pyrotechnik gefehlt, bis da irgendwie die Universumsgrenze erreicht ist. Also man hat sich immer weiter nach außen bewegt, man ist extrovertierter geworden, man hat sich da irgendwie aus dieser Unsicherheit heraus emanzipiert mit einer riesen Armee von Menschen, die hinter einem stehen und einem helfen. Aber irgendwann
wird dann die Sehnsucht in einem wieder breit, okay, aber wo hat alles begonnen und ist davon noch viel übrig? Und um das zu prüfen, war der Lockdown tatsächlich eine irre Erfahrung, also diese Isolation. Komm mal wieder mit dir ins Gespräch, Martin. Es gibt nicht nur Publikum und andere Musiker und alles drumherum und Schulterklopfer, sondern was ist übrig? Und da war der Schrei ganz laut nach nur Klavier. Da habe ich richtig die anderen Instrumente verabscheut. Die sollten das Kind da in Ruhe lassen und am Klavier spielen lassen. Aber jetzt, so ein Jahr später, zerreißt es mich wieder völlig. Ich möchte das auf die Bühne tragen. Ich möchte die Klavierstücke von Flur in den Kontext setzen. Ich möchte sie weiterverhandeln. Ich möchte ich möchte schauen, zu was sie fähig sind. Ich möchte nicht, dass sie jetzt so früh wieder fest werden. Und dieses Hin und Her, also das erzeugt die Energie bei mir oder den Kontrast. Das ist die Notwendigkeit, dass man ständig wieder den Blickwinkel introvertiert, extrovertiert, unterbewusst, bewusst, schwarz und weiß, einfach immer gegenüberstellt, sich dann neu skaliert. Und du hast schon recht, durch den Lockdown hat sich das Universum verkleinert. Da war auf einmal dieser Fokus da und die immer mehr, ja, und dadurch auch die steigende Sehnsucht, dass man halt auch aus sich selbst ein bisschen was ziehen kann nach einem Jahr Verhätschelung durch das Außen und dass man jede Woche 50 Menschen kennengelernt hat, die für einen Essen gemacht haben und einen umarmt haben und dass man überall ein Zuhause hatte und so, man war gar nicht so genötigt, mit sich in Kontakt zu kommen. Man durfte Kind bleiben und das hat der Lockdown wieder komplett gedreht. Und da habe ich gemerkt, dass ich wie als 12-jähriger Junge auf dem Land, wo man langsam anfing zu denken und das erste Mal richtig verliebt war und diese Gedanken nicht geordnet bekommen habe, wieder Hilfe brauchte. Also wieder die alte Hilfe, dieses Gedankengut zu defragmentieren und wieder anzuordnen. Und da liegt irgendwo der Hund begraben. Da geht die Suche weiter und ich bin gespannt, was mit den Stücken passiert. Ja, ja, voll schön. Du hast das angesprochen mit dem Gewandhauschor. Das muss ich einfach fragen, weil mich das interessiert. Wie improvisiert man mit so einer großen Gruppe von Menschen? Also ich kenne improvisierte Musik, ich kenne Jazz, ich kenne auch Ensembles, ich kenne so ein bisschen was wie Soundpainting. Mhm. Aber es gibt ja schon Absprachen und arrangierte Sachen bei Ströme. Mhm. Wie ist da die Kommunikation und wie plant man sowas? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, das war wie so eine Art Prüfung. Als ich gefragt wurde, ob der Gewandhauschor Leipzig quasi der bewussteste klassische, also da geht es um Konzepte, da geht es ums Wiedergeben, da geht es eigentlich nicht ums Improvisieren, rein gar nicht. Das hat die Klassik ein Stück weit verlernt in den letzten 300 Jahren, habe ich das Gefühl, dass da Improvisation zugelassen wird und das Korsett ist da immer enger geworden und immer mehr Begabung, immer mehr Virtuosität, immer mehr Allegro, die Klaviere wurden lauter das gute alte Sonntags-Nachmittagsgeklimper, so Fantasien oder das, was so ein Satie sich getraut hat zum Beispiel, das ist dann so ein bisschen abseits geraten. Und jetzt kommt man an so einen Chor und dadurch, dass das nicht funktionieren kann, dass man mit 71 Leuten improvisieren kann, musste ich das prüfen. Deswegen gab es dieses Projekt. Wir haben getestet, was möglich war. Und durch Gregor Meyer, der diesen Chor leitet, habe ich tatsächlich jemanden gefunden, mit dem wir große Prozentsätze aus der ganzen Formel, die wir am Ende hatten, zu Variablen machen konnten. Da war zum Beispiel, na klar, wo beginnt Improvisation? Nehmen wir mal so ganz einfache Sachen wie das Tempo. Einfach, wenn man das nicht vorher bestimmt, sondern egal wie man einzählt, irgendwie diese Sache irgendetwas wiedergibt. Dann geht es um, okay, dann lass uns doch die Tonarten ändern. Wir reden also nicht mehr über C und G, sondern über 1 und 5 und das übertragen wir auf alle anderen Tonarten. Wir haben dafür eigene Handzeichen entwickelt, die nur noch mit Zahlen und intuitiven Arrangements zu tun hatte und wirklich so auseinander, auf, zu, Mundbewegungen. Also wir haben erst einmal aus dem Chor wieder ein Instrument geformt, dass wir wirklich Zeichen, Mundformen, jetzt nur Sopran und so weiter, also dass wir Zugriff hatten auf die einzelnen Instrumente im Chor, die Unterteilungen. Man muss diese Programmiersprache also wieder neu erlernen und dann geht man tiefer rein und dann wird nicht nur die Tonart und die Geschwindigkeit, sondern okay, ganze Parts im Lied
A, B und C Parts, gehen wir erstmal von so einer ganz einfachen Struktur aus, werden auch erst angeordnet, wenn es soweit ist. Also man hat erstmal eine modulare Hervorgehensweise. Jetzt ist das aber immer noch keine Improvisation, sondern es ist Reaktion. Das ist sowas wie das Verlangen nach künstlicher Intelligenz. Es ist aber sehr oft, kann man es noch nicht als Lernen bezeichnen, sondern das ist ein Reagieren oder ein statistisches Reagieren. Und ganz oft, da muss man ganz vorsichtig sein bei dem Begriff Improvisation, jedenfalls mit so einem großen Korpus. Was wir aber getan haben ist, okay, diese große Masse an Menschen verliert sehr, sehr schnell die Sicherheit, wenn wir sie sich selbst überlassen, wenn sie zum Beispiel mal irgendwelche Töne von sich geben sollen. Wir haben so Übungen gestartet, um zu testen, okay, wie weit ist Improvisation möglich? Jeder singt jetzt irgendeinen Ton und wir treffen uns in der Mitte. Und die Natur hat seltsamerweise vorgesehen, dass sich alle auf einem Ton treffen. Wer auch immer den vorgegeben hat, auf jeden Fall nicht die Physik oder die Mathematik, dass das irgendwie so eine perfekte Mitte war. Nein, alles fängt sich an, irgendwo zu resonieren. Und dieses gegenseitig aufeinander hören und reagieren können, hat immer mehr gesteigert, dass auch jedes einzelne Individuum im Chor wieder nach links und rechts schauen musste. Also quasi nicht aus dem Bereich des Kopfes, wo auswendig Gelerntes wiedergegeben wird und hier, ich kann das gut und deswegen bekomme ich mein Selbstbewusstsein, sondern dass du auf dein Umfeld reagierst und deinen Teil dazu beiträgst. Aber das ist sehr ungewohnt für einen klassischen Chor, beziehungsweise für ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen sind wir am Anfang oder in den ersten Proben immer wieder in Unsicherheit zusammengebrochen. Wir haben uns dann so durch einen Sumpf bewegt und dieser Organismus, kann man fast sogar sagen, wusste nicht so genau, wer er war. Und deswegen haben wir zwischendurch wieder straighte Module eingebaut, wo alle wissen, was zu tun ist, also wo sie sich fangen konnten, wie so Rettungsinseln, und sind aus diesen Rettungsinseln wieder mit völlig absurden anderen Richtungen gestartet. Und so hat man das Stück für Stück erweitert. Das kann man jetzt noch, können wir noch ewig drüber philosophieren, aber immer mehr versucht, Variablen zu lösen. Und wir haben auch beim Konzert, damit die Aufregung nicht sozusagen den Organismus gleich schwächt, mit was Straightem begonnen, also eine Art fast auskomponiertem Stück, wo jetzt nur verschiedene Refrains anders angeordnet sind, wo die Tonart noch nicht klar war, wo das Tempo noch nicht klar war, und haben uns aber über jedes weitere Werk, sage ich mal, weiter herausgetraut, sodass am Ende sogar ganz absurde Stücke dabei rauskommen. 23-minütige Auf- und Abwellen mit interessanten rhythmischen Anordnungen. Gregor ist durch die Reihe gegangen und hat halt hier und da nochmal etwas an den Chor verteilt, auf das konnte ich dann wieder reagieren und so weiter. Und irgendwann waren so viele Reaktionen im Raum aufeinander, dass die Kommunikation tatsächlich zur Improvisation wurde. Man hat immer mal wieder so ganz kurz gemerkt, wow, das ist gerade ein Selbstläufer. Ich weiß nicht, wo ich bin, niemand weiß, wo es ist, aber es funktioniert. Irgendwas ist hier entstanden, auf das wir menschlich gefühlt keinen Zugriff mehr haben. Und diesen, als hätten wir so einen Äther angezapft und geben quasi Mutter Natur persönlich wieder so. Und dieses Gefühl konnte man leider nicht kultivieren, sodass man es sich irgendwie ins Reagenzglas packt und sagt, aber es hat in den Konzerten immer wieder Wellen gegeben, wo wir das erreichen konnten. Und das war mit eins der, so eine Sterbebettgeschichte, die ich extrem nervig meinen Enkeln aufzwinge, die einfach nur noch die Augen verrollen, ja. Ja, so ein bisschen so habe ich es mir vorgestellt, dass man ein bisschen was bündeln muss, auch die Interaktion dann mit dem Chorleiter, dass man nicht mit allen so leichte Zeichen gibt, Vereinbarung, das hast du ja sehr, sehr genau beschrieben. Dankeschön. Ich habe so noch eine Frage, einmal kurz zurück zum Album von eben. Du hast ja beschrieben, wie du vorgegangen bist beim Album Flur, und dann bringst du diese Stücke ja mit auf die Bühne, hoffentlich bald wieder mehr noch. Und du hast sie aber auch in die Natur gebracht und bist mit teilweise Harmonium, mit einem Casio-Keyboard, habe ich dich gesehen, an ganz verschiedene Orte gegangen und hast die Stücke nochmal gespielt. Was hat das mit den Stücken gemacht? Interessiert mich, weil ich kenne es ja auch, man hat die Stücke, das ist im Konzert schon komplett anders, jedes Mal, wo man spielt, durch den Improvisationsanteil. Aber was macht es in der Natur? Und wonach hast du diese Orte ausgesucht?
Ja, das ist genau die richtige Überleitung. Ich habe gerade davon gesprochen, so dass man den Äther anzapft und dann gar nicht mehr sich selbst wiedergibt. Ja. Ich glaube, das ist die perfekte Grundlage für diese Frage oder für die Antwort für diese Frage. Diese Instrumente mit herauszubringen, das war erstmal eine Idee. Ich wollte wissen, was ist übrig von diesem intuitiven Ansatz, den ich sozusagen als Schüler hatte, also wo ich angefangen habe, ohne einen Klavierunterricht mir dieses Instrument beizubringen. Und was ging da in mir vor? Und da ich durch Flur wieder daran kam, solche Stücke wiederzugeben, wollte ich auch die Videos auch wenn ja dafür irgendwie das erste, was man denkt bei einem Musikvideo, ja, mach mal große Drohnenflüge, bring mal irgendwie, du kannst da so ganz große Bilder erzeugen, Universum, Öl, ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, ich muss versuchen, die Sache von ihrer Affektiertheit unbedingt zu befreien, so komplett die Hülle. Auch die letzten Drehs, wo immer ein Kamerateam dabei war, wo das Stück mehrfach wiedergegeben werden muss, wo Ton, Licht und so weiter alles eine Rolle spielt und das Stück nur ein kleiner Teil davon ist, finde ich, die Situation für mich bedroht. Ich wollte, dass meine Partnerin, die mich kennt und auch in meinen ganzen Schwächen und allem drum und dran, dass die dieses Stück, also dass die mich betrachtet, während ich spiele, also ohne, dass auch nur ein einzelnes Urteil in der Umgebung ist. Das war sehr, sehr wichtig. Das hat mir den Eintritt in dieses Unterbewusstsein, was hier ständig fällt, einfacher ermöglicht. Also dass man sich nicht mehr kontrolliert, dass man sich nicht gerade hinsetzt, dass man nicht anfängt, okay, was kommt gut an oder wie lang sollte das Video sein oder so. Diese ganzen Gedanken waren passé. Weil man sich das Instrument, was erstmal wie so eine Art freie Wahl war, die Instrumente waren teilweise kaputt, verstimmt oder irgendwas dergleichen. Ich wollte mich ins kalte Wasser werfen. Das Harmonium zum Beispiel, das steht hier im Hintergrund. Das hat gar keinen Ledersack mehr, der Luft speichert. Das heißt, ich musste das Ding tremmeln wie ein Fahrrad, damit da überhaupt Energie rauskommt. Und ja, dadurch, dass ich diesen Situationen in dem Moment so gerecht werden musste, war erstmal keine Blockade in meinem Kopf. Das ist erstmal das war die wichtige Vorbereitung für mich. Jetzt ist aber so, dass noch mehr Variablen das beeinflussen. Du kennst es selbst, du bist auch Musiker. Jeder Raum, jede Tageszeit, Winter, Sommer, wenn dein Vater im Publikum sitzt, keine Ahnung, das erste Konzert nach dem Lockdown, all das sind extreme Einflüsse auf den aktuellen Moment, auf das Gefühl, was dich gerade umgibt. Und das verändert auch den Ansatz an der Musik. Der Ozean hilft mir wahnsinnig, erwachsen und ruhig mit mir umzugehen. Der Wald kann das auch. Gleichzeitig mochte ich aber auch, so dieses alte Harmonium mitzunehmen und dem auf eine gewisse Weise gerecht zu werden, irgendwie in dem Moment im Schnee, da so kindlich. Also ich habe mich wie Graf Zahl gefühlt oder keine Ahnung. Das sind alles Einflüsse, die ich aufgesaugt habe wie ein Schwamm. Und vor allem während Corona, und ich glaube, das kann jeder bestätigen, sind alle Gefühle so mal 10 multipliziert. Man ist schnell beleidigt, der Leberwurst, aber auch genauso schnell übereuphorisch und sieht auf einmal wieder die Sterne und ja, man hat so ganz extreme Schwankungen im Moment und ich habe die einzige Konstante, die für mich blieb, war die Natur. Das ist etwas, das hat einfach so weitergemacht, wie es immer war. Ich habe mich dorthin geflohen, ich habe gemerkt, ich bin viel mehr spazieren gegangen, viel mehr draußen gewesen, habe einfach mal an einer Stelle gesessen, ohne dass mich die Gedanken angetrieben haben. Und das wollte ich unbedingt wieder verbinden. So wie auf Tag und Nacht damals schon ein Wald, eine Waldillusion, eine computergenerierte Waldillusion eine Rolle spielte, führt dieser Faden komplett durch, jetzt wieder bis zur Flur, da, wo es ursprünglich herkommt. Und ja, und quasi ein Wehren gegen das Artifizielle, gegen das Anordnen, gegen das Modulare, gegen das in Boxes packen, gegen das Urteil. Und die Stücke
haben sozusagen ihren ersten Auftritt erlebt, ohne dass das jemand beurteilen konnte oder sollte. Und das war schön. Und dadurch, dass das Lena gefilmt hat, habe ich das nicht als Videodreh empfunden. Und das war sehr, sehr wichtig und für mich eine ganz, ganz wichtige Reise. Ich gucke diese Videos sehr, sehr gern, weil ich mich da auch selbst gar nicht drin sehe. Sie strahlen für mich oder sie sind selbst für mich heilend, einfach durch ihre... durch die Ruhe, die es erzeugen konnte, Stück, also Musik plus Natur und dass man einfach mal kurz woanders ist, mal kurz durchatmet, das mal kurz akzeptiert, ohne dass ich schaue, wie bescheuert krumm ich da sitze oder dass das alles billig gemacht ist, weil wir es mit einem iPhone gefilmt haben oder keine Ahnung was, ja, also die ganze Bewertung ist da für mich raus und deswegen ist es auch schön, dass man da so ohne sich da anzuglotzen, sich selbst in diesen Videos versenken kann. Und dann daher wusste ich auch, dass es der richtige Weg war. Vielen Dank. Ja, ich finde die auch sehr, sehr schön. In die Verbindung zur Natur kann ich auch cool nachvollziehen mit Musik. Das was macht mit den Stücken nochmal. Vielen Dank für diese sehr intimen und ausführlichen Beschreibungen zur Improvisation. Ich fand es super spannend. Wir sind jetzt schon durch mit unserer Zeit, auf jeden Fall für den Podcast. Ja. Ich glaube, ich werde deine Sachen jetzt noch mal ein bisschen anders hören, irgendwie so auch vor allem durch die Zugänge, wie du da rangehst. Das fand ich super spannend. Und ach, schön. Vielen Dank für das Gespräch. Und dann haben wir dich hier am 27.10. hoffentlich im Bunker. Oh Mann, ey. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, schön mit vielen komprimierten Menschen, mit wenig Sauerstoff und allem drum und dran, einen schönen komprimierter Reaktor. Da würde ich mich auch drauf freuen, dass wir in dem Bunker, im Bunker dann halt richtig durchdrehen dürfen, die zweiten 90er erleben dürfen. Ja, ich wünsche es mir auch. Ja, alles klar. Vielen Dank dir. Alles Gute erstmal, Martin. Und vielen, vielen Dank. Bis bald. Ich bedanke mich auch. War sehr schön.